Jetzt haben wir die Entscheidungsmöglichkeit. Wir können jetzt, ja, das ist der Wendepunkt im Grunde genommen. Das gibt es auch in der guten Kampagne, wo dann quasi Archibald versucht, uns von Roland wegzulocken. Aber hier ist es Roland, der uns von Archibald weglocken will. Wenn Sie die Seiten wechseln, haben Sie drei Burgen, der Feind jedoch nur eine. Diese Schlacht wird dann die einfachste sein, die Sie bis zum Ende des Krieges noch schlagen müssen. Verräter! Ja, dann wären wir ein Verräter. Und ich weiß gar nicht, wie die Kampagne dann weitergeht. Ich glaube, das geht dann bei der guten Kampagne weiter. Und ja, dann wahrscheinlich mit den letzten Missionen. Aber wir haben dann ja nicht die Boni oder Prämien, die wir jetzt hätten, glaube ich zumindest. Also Zwergenfluch und Ogre-Allianz. Wir kriegen sogar zwei Boni. Bei Roland würden wir bei derselben Mission, bei der Zwergenrettungsmission wäre das dann auf der anderen Seite, würden wir nur einen Bonus kriegen, und zwar die Zwergenallianz. Momentan haben wir zwei, nämlich Zwergenfluch, das heißt, alle Zwerge ergreifen die Flucht, wenn sie uns sehen. Und die Ogre-Allianz, die bedeutet, dass alle Ogre sich automatisch uns anschließen. Und die Tage würden sich dann auch resetten, und ich weiß gar nicht, ob ich dann von vorne anfange oder so. Ist eine gute Frage jetzt. Die Dreier-Mission habe ich jetzt ja nicht gemacht, weil ich wollte Zwergenfluch und Ogre-Allianz gerne haben. Und ich werde Archibald nicht verraten. Ihre Feinde haben sich gegen Sie verbündet und starten ganz in Ihrer Nähe. Seien Sie also bereit für einen baldigen Kampf. Sie müssen alle vier Burgen in dem schmalen Tal kontrollieren, um zu gewinnen. Ja, es wird nicht ganz einfach sein. Totenbeschwörer, Hexer, Barbar. Ich habe ja eine Vorliebe für den Hexer tatsächlich, weil der funktioniert für mich am besten, denke ich immer. Barbaren hingegen finde ich nicht so gut. Die sind einfach so langsam, alle Einheiten. Die Orks sind so langsam. Es sei denn, man rüstet sie auf, aber Hexereinheiten sind auch so ganz gut. Und sie haben Magie vor allen Dingen. Barbar hat keine Magie und ich brauche Magie. Totenbeschwörer hätte das auch, aber untote Einheiten gefallen mir nicht so ganz. Da gibt es eigentlich nur Liches, Knochendrachen und Vampire. Das sind die drei, die man eigentlich nutzt. Und während beim Hexer, da habe ich viel mehr Varianz. Ich kann sogar die Hydrin verwenden, um meine Burg zu schützen. Deshalb werde ich als Hexer spielen. Einer ihrer Verbündeten ist zu Roland übergelaufen. Nun sehen sie sich drei feindlichen Burgen gegenüber. Ja, habe ich gerade gelesen. Viel Glück! Tja, und so denn beginnt das Spiel. Und es gibt hier mehrere Kampfzwerge. Wir haben nur 10 popelige Zentauren. Statue. Deshalb Wasserspeier. Und ein paar mehr Zentauren. Mal sehen, wie wir uns hier schlagen. Was für Zaubersprüche habe ich denn? Habe ich irgendwas Gutes bekommen? Wahrscheinlich nicht. So wie ich mein Glück kenne. Also wieder mal nur Fluch. Okay. Aber wenn ich jetzt gegen Zwerge kämpfen würde, dann müssen sie eigentlich weglaufen. Der Zwergenfluch rennt um euer Leben! Ja, so flüchten sie. Der Zwergenfluch rennt um euer Leben! Haha! Hier gibt es Erdbeben. Erdbeben ist gut gegen feindliche Befestigungen. Mehrere Ogre-Lords. Das ist jetzt cool. Weil die kann ich zu mir rufen. Habe ich hier noch einen Hexer? Jawohl. Und das ist ein Zauberer mit nur gammeligen 8 Halblängen. Ich hole mir diesen Gesellen hier. Und der kann jetzt nämlich hier alles aufsammeln. Unter anderem die Ogre, die hier oben sind. Sammeln mal alles auf hier. So, und ohne diesen Bonus Ogre-Lords würde ich die nicht als Verbündete kriegen. Und das wäre richtig schlecht. Aber erstmal nehme ich die Truhen mit. Und zumindest hier Ballistik einfach zu lernen. Und dann hole ich mir die Ogre-Lords. Ohne diesen Bonus würden die sich nicht mit mir verbünden. Und ich würde die nicht als Verbündete dazu kriegen und müsste gegen die kämpfen. Und das wäre wesentlich härter dann. Ein Verlies für mehr Gold. Die Ogre erkennen sie als den Zwergenfluch und überschlagen sich mitzukommen. 19 Ogre. Außerdem ein Artefakt. Kriege ich das ohne Probleme? Auf ihren Reisen finden sie eine mit Gold gefüllte Lederbörse, die einst einem großen Kriegerkönig gehörte, der die Fähigkeit hatte, jedes leblose Objekt in Gold zu verwandeln. Das bringt die endlose Goldbörse bringt uns 500 Gold pro Tag.
Ein kurzer Halt bei einem hastig verlassenen Zaubererturm enthüllt ein magisches Fläschchen mit Quecksilber, in dem immer wieder ein wenig über ist. Sie erkennen sofort einen Schatz, wenn sie ihn sehen, und stecken das Fläschchen schnell in ihre Tasche. Liefert ein Quecksilber pro Tag. Ist also wie eine Mine, die man mit sich tragen kann. Die Oger erkennen uns als Verbündete und 21 Oger. Dann noch ein Artefakt. Das Dumme ist nur, weil ich keinen Barbaren genommen habe, kann ich meine Oger, die langsamen Truppen hier, nicht zu Kampfogern ausbilden. Es sei denn, ich finde einen Hügelfort. Weil Oger lassen sich auch dort aufrüsten, genauso wie Zwerge zu Kampfzwergen. Sie besuchen einen einheimischen Weisen und erklären ihm die Absicht ihrer Reise. Er greift in einen Sack, zieht eine vergilbte Schriftrolle heraus und händigt sie ihnen aus. Das Wissen steigert sich um 3. Das ist ja super praktisch. Ich werde ein Nest bauen. Ein Nest für meine Greifvögel. Flieht, ihr Zwerge! Haha! Mystik einfach. Mana kann ich immer brauchen. Das Gold kann ich brauchen. Viele Zentauren. Mal gucken, ob die Bauern die Flucht ergreifen werden gegen meine Horde von Ogern. Nein, und es sind... Oh, es sind ein paar mehr. Das könnte böse enden. Ich habe nämlich nur Fluchzauber. Und das bringt mir gegen Bauern gar nichts, weil die machen sowieso immer nur einen Schaden. Das heißt, ich werde flüchten und... werde den Kampf erstmal lassen. Ja, haben mich Bauern tatsächlich mal verjagt. Dann sammle ich weiter Krempel auf. Unter anderem Gold. Was brauche ich? Edelsteine. Schwefel. Noch mehr Schwefel. Ich brauche erstmal eine Magiergilde. Ressourcenanzeigen, Segen und Schild. Und da ist schon ein gegnerischer Held. Diese Rohstoffe hole ich mir jetzt aber. Weil ich sie eher brauchen kann als du. Ein Labyrinth kann ich jetzt bauen. Sehr schön. Für meine getreuen Minotauren. Ah, viel Einheiten hat er dann nicht. Zwerge flüchten bei meinem Anblick, so will ich es haben. Nachdem sie einen kleinen Jungen vor einem wilden Wolfsrudel gerettet haben, bringen sie ihn zum Gut seines Vaters. Der dankbare Adelige belohnt sie mit einer Medaille des Mutes. Steigert die Moral. Okay, ich brauche mehr Truppen. Ich schätze mal, der wird mich nicht angreifen. Holz. Dafür fehlt mir noch was anderes. Labyrinth und Sumpf bräuchte ich. Oh, den Brunnen muss ich natürlich bauen. Das darf ich nicht vergessen. Ich glaube, es ist schon Tag 6. Er hat mich nicht angegriffen. Ich bin dankbar. Aber hier gibt es Oger und ein Hügelfort. Sehr schön. Die Oger hole ich mir, bevor der Gegner sie platt macht. Ein Marktplatz. Wachstum für Zyklop im Zyklopenmonat. Jawohl, 63 Ogerlords. Hier gibt es 38 Halblinge für uns. Und eine gegnerische Festung. Ich glaube, die kann ich sogar mit meinen Ogerlords jetzt schon angreifen und besiegen. Ja, mit dem Sumpf muss ich wohl noch ein bisschen warten. Ist ja gleich eine... Nee, ist schon eine neue Woche. Das heißt, ich besorge mir einen Wasserspeier. Ein paar Zentauren. Meine Greifvögel. Minotauren. Und habe damit alles, was ich... machen kann. Ein Wasserfall kann ich auch nochmal bauen. Zentauren trinken gerne was und ich glaube, dann kriege ich jetzt auch diese Bauern hier platt.
Will ich die angreifen? Habe ich Fernkampfeinheiten so wirklich? Nö. Nö, lass ich mal lieber. Ich habe keine Lust auf, gegen Bauern zu kämpfen. Oh, der Drachentöter. Das ist ein Spruch, der gegen Drachen hilft, logischerweise. So, gibt es hier noch mehr Oger? Es gibt ein paar Zwerge da unten. Unbekannte Verteidiger. Wir schauen gleich mal rein. Nö, die Schurken lasse ich auch in Ruhe. Ah, da sind Zwerge und Oger. Ja, ich kann wieder ein paar Oger mitnehmen. So, wie ist es aber hier? 25 Skelette und 8 Zombies. Keine Verteidiger, nicht mal ein gegnerischer Hauptmann. Ich habe nur 2 Flugeinheiten. Das heißt, ich werde auf Magie setzen müssen, aber ich habe nur Fluch. Hoffen. Oh nein, er hat zumindest den Hauptturm. Der schießt und eventuell schießen noch 2 Türme. Wird er sich rauswagen? Ich glaube schon. Ja, und da ich keinen Bogen-Perk habe, also keine Spezialfähigkeit mit dem Bogen, ist der Schaden, den ich über Mauern mache, halbiert. Das wird durch diesen abgebrochenen Pfeil symbolisiert. Wenn ich den Perk hätte, dann könnte ich da vollen Schaden machen, aber habe ich nicht. Halblinge, schießt! Katapult, schießt bitte besser das nächste Mal. Ja, die Zombies kommen raus und werden gleich getötet und öffne mir den Weg, um einfach reinzumarschieren. 10 Halblinge verloren, aber eine gegnerische Festung erobert. Boah, da war nicht viel. Ah, ein Marktplatz oder eine Magiergilde. Die ist recht billig. Mal sehen, was für Sprüche die haben. Fluch, Eile und Schild. Hm. Tut sich irgendwie nicht so viel, habe ich das Gefühl. Ein weiterer Hexer. Du verteidigst hier jetzt. Zwerge flüchten. Was sagt der Baum? Er gibt uns Erfahrungspunkte. Ah, ein Abenteurer. Erlaube mir, ein wenig von dem beizubringen, was ich mit der Zeit gelernt habe. Pfad finden. Einfach. Nehmen wir diese Oger mit. Und Stiefel der Mobilität. Erfahrungspunkte, Ballistik verbessern. Ballistik meisterhaft. Diplomatie brauche ich nicht, zumindest nicht für Oger. Ein paar Kristalle, ein bisschen Gold. Und beseitigt mal. Oder versucht diesen. Das Ding da zu kriegen. Dieses Dingelingel. Wir können einen Sumpf bauen, endlich. So. Du übergibst jetzt gleich mal deine Supertruppen an meinen Haupttypen. Zumindest ein paar davon. Wie viel denn mal? 50? Ja, da habe ich 88. Das ist der Wahnsinn. Halblinge? Nö. Ach, übergib ihm einfach alle. Und auch diese Schriftrolle. Sein Wissen erhöht. Mal gucken, was die vielen Wölfe sagen. Die wollen nicht kämpfen. Haha. Sie kommen zu den spartanischen Quartieren eines... Okay, das ist wieder so ein Ritter, der einen Abenteurer haben möchte. Sonst macht er nichts. Okay. Agar hat ein paar Truppen. Ich werde mich um Agar kümmern als nächstes. Weil er ist verdächtig nah oder bedrohlich nah hier an meinem Hort. Ich werde ein paar Verteidiger lozieren. Vielleicht könnte ich die Burg verlieren jetzt gleich. Wir müssen mal sehen.
Nein, er ist so dumm und rennt genau in meine Richtung. Das ist gut für mich. Okay, du Typ, komm her. 45 Zentauren, 36 Goblins, 4 Medusen, igitigit. Beschädigt Burgmauer, ne, das brauche ich nicht. Wenn, dann würde ich sagen, Segen oder Eile am besten für meine. Ne, aber Eile habe ich gar nicht. Doi. Dann, die Zentauren sind am gefährlichsten und ich schütze mal meine Zentauren mit dem Schild. Verflucht. Oh ne, die Wasserspeier sind ja auch nervig. Die sind im Nahkampf. So, schlechte Moral für die Goblins. Und der Idiot ist geflohen. Damit ist er weg. Ich kann weiter marschieren. So. Du? Ich weiß nicht, was du noch machen sollst. Du kannst gucken, dass du ein paar Halblinge anheuerst, aber ist keiner da. Dann guck mal hier nach. Glück für den nächsten Kampf. Vielleicht kannst du dir ein paar Untote besorgen und nur damit kämpfen, weil sonst habe ich schlechte Moral. Hier sind viele Skelette. Und ein Artefakt. Es wird von einem Kreuzritter bewacht. Ich werde um das Artefakt kämpfen, weil es ist nur ein einziger Kreuzritter. Der ist schnell und macht doppelten Schaden gegen, hier, sag schon. Oh, ich erreiche sie nicht. Oder ich erreiche ihn nicht. Gegen Untote. Aber mein Greif kann ihn erreichen, aber nicht töten. Oh, er rennt ganz rum. 13 Tauren hat er getötet. Na gut. Dafür gibt es hier ein Buch der Elemente, das die Effektivität unserer Fähigkeit verdoppelt, Elementarwesen zu beschwören, aber den Spruch haben wir gar nicht, also ist das eher Jacke wie Hose, ne? Was macht ihr denn noch Schönes hier? Können einen Marktplatz bauen von mir aus. Ein Skelett. Nö. Nö, 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 nö. Was kann man hier noch bauen? Hydrin könnte ich ausbilden. Für den schwarzen Turm fehlt mir noch was. Nicht ganz viel Schwefel. Okay, schauen wir mal. Es gibt hier drei Bogen. Hier ist eine Ritterburg, die ich so angreifen kann. Die ist unbewacht zurückgelassen worden. Mit nur 12 normalen Bogenschützen und 34 Bauern. Aber ich habe keinen Schadenszauber, das ist das Doofe. Naja. Hindere ich die mal daran zu schießen. Hier kann ich gerade ausschießen, weil hier ein Loch in der Mauer ist, kann ich gerade ausschießen und die mit voller Wucht treffen. Bei den Bauern wäre es, ja, über Kreuz, aber das ist okay. Aber ich habe ja noch meine Flugeinheit hier. Die sollten die Bauern eigentlich erledigen. Jawohl. Ah, ein paar Zentrauen verloren, 4 Stück durch den Turm. Aber somit habe ich auch diese Siedlung. Ritter haben Befestigungen. Das heißt, es dauert länger, die Mauern zu durchbrechen. Warum ist die Musik so anders? Das ist eigentlich eine ganz andere Musik, die hier spielen soll. Das klingt nach MIDI. Und hier klingt es wieder nach CD. Also Zwerge, die würden sowieso flüchten. Eigentlich will ich ja bloß noch die letzte Siedlung erobern. Du kannst hierhin rennen. Gibt es irgendwas auf dem Weg, was ich mitnehmen kann? Trolle kann ich leider nicht mitnehmen, weil das keine Oger sind, logischerweise.
Musik verändert sich auch je nachdem, welchem Gebiet ich bin. Bei der Wüste gibt es so eine düstere Musik und hier gibt es halt schönere Musik. Wenn man auf die Stadt klickt, wenn man einfach so rüber scrollt, verändert sich die Musik dann nicht. Aber gut, wer wagt es, sich mir zu widersetzen? Du? Vielleicht, was hat er denn für Truppen? Ah, er hat ein bisschen was Stärkeres. Aber ich habe meine Ogre. Nö, eigentlich hat er nicht viel. Nicht mal Eile habe ich. Okay, er ist geflohen sogar. Nachdem er zwei Minotauren getötet hat. Okay, du Popelkopf. Dann nehmen wir auf die Art. Ein paar Minotauren. Greifvögel. Und Zentauren, ja. Die überbringe ich mal, Tag 3. Überbringe die Verstärkung. Oh, das ist der falsche. So rum. Elfentauren. Verstärkung ist unterwegs, Herr. Yay. 10 Bogenschützen. Hier brauche ich nichts bauen. Das ist alles nur noch fertig machen von dem, was übrig ist von ihm. Ruinen. Was gibt es in Ruinen? Medusen könnte man hier rekrutieren. Aber die will ich gar nicht haben. Okay, er bleibt da stehen und seiner ganzen Verteidigungsstreit macht, was er hat. Hat er Bauern da? Ne, Bogenschützen, die sind schwach. Ein paar Goblins. Aber er hat auch eine Hexerburg. Die hätte ich eigentlich zuerst erobern sollen, dann hätte ich Synergieeffekte nutzen können. Ja, er hat keinen Graben. Und ich werde... Oh, Schild... Ne, Schild will ihm nichts bringen, weil er hat geflügelte Einheiten. Soll ich mal Erdbeben machen? Ja, mache ich mal Erdbeben. Und das zerstört Türme und das zerstört Mauern. Kümmere ich mich um seine Bogenschützen da unten. Tot. Oh nein, Fluch auf den Ogre Lords. Die 101 Ogre Lords. Oh nein. Ich überspringe. Hört auf, meine Zentauren anzugreifen. Dafür greife ich eure Minotauren an. Zentauren, Minotauren. Ist jetzt auch aufgefallen. Das wird immer zuletzt attackiert eigentlich. Habe ich Blutdurst. Erdbeben! Und auch der letzte Turm ist kaputt gegangen. Nein, meine Zentauren sind alle tot. Dafür sind deine Greifenvögel auch tot. So, fertig ist er. Weisheit. Grundbesitz. Spieler Blau wurde besiegt. Mission geschafft. Mein Lieblingstotenbeschwörer hat euer Gespräch mit meinem Bruder belauscht. Ihr habt weise entschieden. Danke. Roland kann diesen Krieg nicht gewinnen. Und euer Kopf hätte seinem unter dem Henkersbeil Gesellschaft geleistet. Aber keine Angst. Wenn ihr mir weiterhin gut dient, werdet ihr zur Belohnung Graf auf dem Sommerpalast meines Bruders. Nun zum Geschäft. Meine Bauern ließen sich von Rolands Männern zu einer Rebellion bewegen. Ich beauftrage euch, die Rebellion zu zerschlagen und mir den Anführer zu bringen. Lord Corlagon wird euren Kampf unterstützen.